los geht's. So, Forschung abgeschlossen. Hyperwellenverbindung zum Bau verfügbar. Das würde ich gerne wissen, was das ist. Die Kommunikation der Außerirdischen basiert auf supradimensionalen Wellen, die sich fast ohne Zeitverzögerung ausbreiten. Dieser Decoder sollte endlich die Quelle der Kommunikation anzeigen. Okay, also müssen wir bauen. Plasma dauert immer so lange. Wir machen erstmal nochmal die Autopsie. Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Ja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. So, dann können wir weitermachen. Verbesserte Pistole kriegen wir jetzt. Werkstattrabatt 7. Das heißt ja, die kostet jetzt auch weniger. Das ist natürlich geil. Mist. Den nächsten können wir uns leider nicht leisten. Aber wir haben ja hier noch was in der Technikabteilung in der Mache. Unsere Munition sparen, da bin ich auch mal gespannt. Und die Autopsie ist durch. So, was kriegen wir? Verbesserte Servomotoren in der Gießerei verfügbar für unsere Max. Das ist natürlich geil. Geformte Rüstung in der Gießerei. Okay. Nach einer gründlichen Untersuchung können wir die außergewöhnlichen Gelenke der Mactoiden nachbauen und damit die Mobilität unserer Cyberanzüge und Schiffs verbessern. Und die mechanische Cyberrüstung der Invasoren sind natürlich ausgefeilt aus unserer eigenen. Durch die Untersuchung der Verbindung zwischen den gepanzerten Außenschalen und den Kernen konnten wir unser eigenes Rüstungsdesign verbessern. Das könnte die taktische Überlebensfähigkeit all unserer mechanischen Streitkräfte verbessern. Mach's gut. Grüße. Und, okay. Das muss ich mir auch nochmal angucken, was. Es steht halt immer nicht da, was es bringt, ne? Aber. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Gut, ich könnte jetzt hier das Elerium könnte ich jetzt nehmen. Das sind nur 6 Tage. Ich hätte gern halt ne Plasmagewehr. So ein richtiges Advantage zu haben. Das wäre schon so richtig geil. Oder vielleicht kriegen wir durch Elerium irgendwie einen Vorteil. Müssen wir mal schauen. Ah gut. Habe ich doch kein Plasmagewehr, obwohl ich das schon so lange wollte. Aber 12 Tage Forschung ist halt natürlich wirklich ganz schön viel. Und gleiches mit Munitionssparen fertig. Neuest. Werkstattrabatt 15, 9 Legierungen, neue Projekte. Muss ich das bauen? Eigentlich nicht, ne? Das sind die Granaten. Eigentlich. Ist doch das Munitionssparen jetzt standardmäßig irgendwie dabei. Mal gucken, ob das hier bei den Fähigkeiten mit auftaucht. Wille kommt von Wollen, nee, natürlich nicht. Technikabteilung, Gießerei. Wo haben wir es? Hier Munition sparen. Munition. Ne, Mutonrüstung enthält Servomotoren, die als automatische Waffenlader fungieren. Und so den Waffen mehr Munition ermöglichen, ohne dass der Soldat eine Pause nachzulegen muss. Wir könnten die gleiche Technik für einige unserer Waffen adaptieren. Ja. Ist die Frage, ob ich das bauen muss, ne?
Lasergewehr, Streulaser, schwerer Laser, Laserpräzisionsgewehr, Railgun, Medikit. Chitinpanzer. Scope. Schnitterpatron, Blendgranate. Nö. Sieht nicht so aus. Okay, haben wir das also standardmäßig jetzt drin, hoffe ich mal. Für mehr fehlt uns jetzt so ein bisschen das Geld. Wir brauchen also jetzt mal wieder eine Geldmission. Commander, der Rat bittet um eine direkte Verbindung auf einem sicheren Kanal. Ja, wenn der Rat fragt, dann sollten wir da... Sollten wir da losmachen. Der überlebende Exord-Agent hat uns den Standort der vermissten des vermissten Lastwagens verraten. Also sehr gut. Was ist aus ihm rausgecrasht? Und wie es aussieht, haben die Aliens den LKW auf einem Damm im Osten Frankreichs in die Enge getrieben. Wenn wir die Fracht retten wollen, müssen wir uns beeilen, Adam. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ich erst. So, das ist unser Scharfschütze. Das May. Max, willkommen. Da bist du wieder dabei. Also, im Chat, im Stream und auch im Game. So, Xatrix ist dabei. Ich würde sagen... Achso, wir haben immer noch kein Dings gebaut. Aber das können wir uns gerade nicht leisten für Tom. Keine Railgun, aber kriegst du. Kriegst du, wenn du noch ein bisschen am Zielen übst. Oh, alles gut bei dir, Max. Du hast ja Urlaub, ne? Hab ich gehört. Genießt du deinen Urlaub hoffentlich auch. Strike One. Bereit machen zur Landung. Na denn, ab auf den Boden. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. So, der Transporter wurde auf einem Damm gestoppt. Wahrscheinlich von Außerirdischen sabotiert. Das Fahrzeug ist für Sie von großem Wert. Rechnen Sie mit Widerstand. Sichern Sie den Damm mit eindeutigen Mitteln. Finden Sie sicher den Transporter und seine Fracht. Also finden Sie und sichern Sie den Transporter. Das heißt also, den können wir nicht in die Luft jagen. So, der Pulsbogen hat nur eine geringe Reichweite. Da ist der Einsatz nicht ungefährlicher. Deshalb Pulsbogen generieren wir jetzt nicht weiter. Obwohl das... der Damm ist schon kaputt. Obwohl es vielleicht interessant sein könnte, den Pulsbogen... Anscheinend geriet der Transport unter Beschuss, als er versuchte, den Damm zu überqueren. Den Zerstörungen nach müssen die Aliens das gesamte Gebiet unter Feuer genommen haben, um den Lastwagen aufzuhalten. Ja. Wenn sie das Ding so unbedingt haben wollen, wage ich gar nicht daran zu denken, was sie noch alles schicken könnten, um ihn zu kriegen. Der Damm ist übel zugerichtet. Wir müssen schnell handeln, wenn wir ihnen zuvorkommen und uns den Lastwagen sichern wollen. Gut, wir haben also nur 6 Runden Zeit. Das heißt also, wir können jetzt hier nicht super langsam vorangehen und uns irgendwie Zeit lassen, wie ich das sonst so gerne mache. Was ist denn das hier auf dem Boden? Eine krasse Pfütze mit einem Bruch. Gut, das heißt... Wir preschen hier erstmal. Rücke vor auf angegebene Koordinaten. Schauen wir mal, was da vorne so alles ist. Ist das hier eigentlich ein guter Ort für einen Sniper? Was ist das? Warum? Was soll ich damit machen? Öffne das Auslassventil, um die Bucht des Dammes zu verzögern. Allerlöchen. Dann unterwegs. Dann sollten wir das machen. Vielleicht können wir damit hier die verbleibenden Runden irgendwie ein bisschen wegkriegen. Verstanden, los geht's! Da runter. Der Damm ist schwer beschädigt, aber es sieht so aus, als könnten wir sein Brechen hinauszögern, indem wir die Auslassventile öffnen, die sich auf dem Weg zu dem Fahrzeug befinden. Ich gebe mein Bestes hier. So, Xatrix, du gehst jetzt nicht ganz nach vorne hin. So, und Emo.
Jawohl, Sir. Der falsch gelevelte Sniper. Da höre ich mich immer noch. Vielleicht soll ich mal den anderen jetzt mal langsam mitnehmen. Commander, wir orten feindliche Flugobjekte, die sich der Position von Strike One nähern. Anscheinend schicken die Aliens Verstärkung für die Jagd nach diesem Lastwagen. Und dann direkt neben uns. Das ist ja nicht dein Ernst. Es tut mir leid, ne? Da müssen wir jetzt reinschreddern. Ja, wenn jetzt daneben schießt. Nur 6. Ja, wir schüchtern dich erstmal ein bisschen ein. Nee, du siehst nichts? Ist doch nicht dein Ernst. Deckungsfeuer. Den killen. Nee, wir müssen ja wahrscheinlich den hier erstmal angreifen. Komm, du triffst doch auch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das gibt's nicht. Das ist wohl wahr. So. Bereit für das Feuerwerk. Ja, bereit für das Feuerwerk. Das sind wir wirklich. Direkt, der andere ist böse angehittet. Du kannst dich auch mal ein bisschen aufleveln hier. Schieß sie mal gleich auf. Kill bestätigt. Ey, wir spawnen die auch direkt bei mir, ne? Mich da hoch. Oh. Verstanden. Rück aus. Fliegst schön hoch. Und du bleibst im Overwatch, falls mal das gleiche nochmal passiert wie eben. Schön aufgehalten worden hier. Rücke vor. Dieses Ventil ist geöffnet. Jetzt gilt es, den Lastwagen zu sichern, ehe es zu spät ist. Ja, ich habe nur eine Runde zugekriegt oder zwei. Das ist natürlich geil. Das Auslassventil ist offen, aber das reicht noch nicht. Weiter, Strike One. Ja, ja, aber es ist ja schon mal besser als nichts, ne? Xatrix so weit vor. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Vision. So, du. Ich mach mich los! Ah, da ist noch ein Auslassventil. Da war ein Gegner. Da ist doch ein Gegner. Schon so, dann schicken wir dich dahin und machen wieder die Overwatch. Feldposten, wie der so schön heißt. Rücke vor auf angegebene Position. Dass das nicht gleich weggebrochen ist. So, du kannst ja auf jeden Fall schön nach vorne gehen, weil. Ah, wohin? Das ist ein bisschen blöd Deckung. Dann gehen wir mal. Ah nein, Xatrix doch nicht. Ach shit. Dann geh mal da hin. Hier drüben ist was. Ja, ja. Tachchen. Hast du auch die Flanken auf sie? Allem Anschein nach schicken die Aliens Verstärkung, Commander. Naja, du stehst halt auch wirklich jetzt blöd. Daneben, sehr gut. Na,
Okay, das müssen wir. Ja. Ziel ausgeschaltet. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wie viele sind das? So, ich muss jetzt erstmal. Jetzt muss ich mir ein bisschen Management machen. Ja. So, die. Müssen wir hier mal ein bisschen schauen. So, den shredden. Das hilft auf jeden Fall. Jetzt habe ich den da nicht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso habe ich den da nicht gekriegt? Hier kaputt machen. Ich muss nachladen. Eindeutig angezeigt. What? Bin unterwegs. Dann gehen wir davor. Schlimmer hat er eben geschossen. Jetzt sind wir 95% und dann hart gehittet. Komm, den haust du da jetzt weg. Nice. Na also. Das war wichtig. Ja, 100% ist auch nicht schlecht. Xetrix ist auch einfach gut. 78. Ich brauche den kritischen Treffer, brauche ich nicht. 87. 87. Welchen nehmen wir denn? Ja, ist eigentlich wurscht. Hauptsache er trifft. Ja. Und tschüss. Obwohl diese Slim-Leute relativ patriotisch aussehen, ne? So. Treffen wir den? Ja, dann Justiere Visier. Dann musst du dich mal jetzt beweisen, ne? Bestätige! Max, dann musst du dich beweisen jetzt. Ich gehe extra ein bisschen vor, aber mit 57% Treffer hast du getroffen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Okay, mit denen komme ich leider nicht dahin. Du musst auf jeden Fall nach vorne. So weit zurück, das ist nicht gut. Außer für einen Sniper. Aber. Gehst du schön in Overwatch? Ich bin schon. Dich kann ich da Weg einstellen. Vielleicht kann er ja von dort aus das mich bewegen, das wäre. Ja. Gute Arbeit, Strike One. Das verschafft Ihnen etwas Zeit, um zu dem Lastwagen zu gelangen. Rücke vor wie der Wind. Und du lädst mal nach. Feindkräfte im Anrücken, Commander. Selbstheilung. Brauche ich das Medikit nicht benutzen, was sehr gut ist. Oh, schon wieder so ein Typ, ey. Ist gut, dass ich ein bisschen nach vorne gegangen bin, weil die machen sofort Feldposten an. Nice, sehr gut.
Du versuchst es mal gleich mit dem, ja. Schön Railgun runterbuddern. Sehr gut. Ja, der macht echt fiesen Schaden. Ist die Frage. Naja, gut. Ich überlege. Genau, den am weitesten weg. 97% treffe ich den. Das ist nicht unwichtig. 30% kritisch. Nehmen wir. Weil den wegzukriegen, der macht einfach so zu viel Schaden, gerade so weit vorne. So. Dann 80%, das nehme ich auch mit. Tom muss der nämlich. Raus aus dem Spiel. Tom muss nämlich lernen, ordentlich zu schießen. Max für mich. Ja, 57% ist halt nicht auch nicht wirklich gut. Was können die Ziele? Du bist zu weit weg. Du musst aber noch ein bisschen heilen. Na gut, du hast noch einen, ne? Dann versuch dein Glück. Keine Munition mehr. Ziel erledigt. Gut, dann kann ich ja schon mal vorsprinten. Jawohl, Sir. Dürfte ja keiner mehr sein. Mist, der hätte eigentlich noch weiter vorgekonnt, aber na gut. Stimmt ein. Bis dahin. Die heilt sich hoffentlich schön jetzt die ganze Zeit. Ich speichere mal kurz. Bevor das jetzt hier teuflisch daneben geht. Das wollen wir nicht. Sprinte ich mal hier nach vorne und öffne schön. Dann gleich das Ding. So, du. Du gehst da. Bin in Bewegung. Und lädst dann nach. Muss schnell nachladen. Young. Ich ziehe es dahin. Bis dahin, dann gebe ich dich in Overwatch-Modus. Oder Feldposten. Und du, Emo, du bist schon ganz schön weit zurück. Im Einmarsch. Da. Rücke vor. Ah, beide Seiten abgedeckt. Ist da oben wieder so ein Öffnungsventil? Muss ich mal gucken. Der Druck auf den Damm lässt nach. Weiter so. Jetzt gucke ich mal hier oben. Ja, da oben ist das Ding. Bin bereit vorzurücken. Feinde gesichtet. Ja, da kommen sie. Ist hier die Frage, komme ich da hoch schon? Nö.
Aber die andere Frage ist, kriege ich eine Rakete darüber? Nö. Aber ich könnte mich ja hierhin bewegen. Aber dann kann ich keine Rakete mehr schießen. Shit. Aber dann kann ich auf die Leute schießen. So. Du kannst dahin. Dann kannst du auch schon mal schießen. Oder wir probieren es mit dem Deckungsfeuer mal aus. Das ist doch vielleicht auch nicht schlecht. Verringert die Zielsicherheit des Ziels und feuert einen zusätzlichen Schuss ab, wenn das Ziel sich bewegt. Das ist doch cool. Komm, das probieren wir mal aus. Verstanden.